Und ich bin gleich weg. Du? Das Alter, war Schappi. Geh weg da! Oh, ich hab fast keine Energie. Also hier kommen ganz viele. Ja. Ich renn viel. Oh Alter, ich wurde erschlagen. Im Wald oben. Kacke. Siehst du mich? Irgendwo? Ja. Hilfe. Ich wollte hier die Leiche irgendwie mitnehmen. Die müssen wir unbedingt verbrennen, weil die sonst die Dudes wiederholen. Kannst du hier die zwei Fallen noch basteln? Ja, ich war ja gerade am Stecke sammeln. Da ist noch einer. Der kommt zu dir jetzt. Ich versenke die im Wasser. Ist mir jetzt auch egal. Aber eh nicht draus trinken. Also können wir auch Leichen entsorgen darüber. Ach, du hast das Bett schon rübergebracht. Perfekt. Ja, erstmal nur rüber, irgendwo hin. Ich jetzt kommen schon die ersten Herbststürme hier. Das dürfte auch nicht mehr lange dauern. Ich will nur Kieselsteine, super. Hast du beide fertig gekriegt? Ja. Okay. Weil da würde ich hier vorne irgendwie mal so die Armada hinziehen. Den dicken kannst du hier wieder. Ey, da ist noch einer! Bleib liegen jetzt! Der hat einen Lederbeutel getroppt. Warte. Ich bin schon wieder Toast. Noch einer? Der brennt aber gerade. Alter, ich pumpe wie Maikäfer. Nee, bei mir liest nichts. Kannst nehmen. Okay, ihr habt mich, glaube ich, getäuscht. Hier ist wirklich nichts. Verdammt, verkehrt rum. Doch, jetzt liegt er auf einmal wieder da. Sicher, dass bei dir keiner liegt? Nö, hier liegt keiner. Es ist schon sehr dunkel jetzt wieder. Ja. Doch, bei dir liegt doch ein Lederbeutel. Wo denn? Hier zwischen den Knochen. Den einen habe ich gesehen, ja, den habe ich genommen. Ich kann den nicht nehmen. Doch. Und den hier unten siehst du nicht quasi. Nee, der ist bei mir nicht da. Wir müssen schlafen, weil ja. Dunkel und so. Wir haben noch keine Tür. Ja, Speichern zuerst und dann. Ja. Erstmal die Nacht überstehen. Ja, pieks ab das Bett. Das ist schon tot. Hoffentlich können wir durchschlafen. Ja. Okay. Ja, perfekt. Ich nehme noch einen Schluck aus der Brunne. Virginia ist da oben. Muss mal mein Wasser auffüllen. Da will ich noch was zu essen einstecken, ja. Ach so. Verdammt, das Fleisch erst, war erst essen, dann trinken, ne? Ja, naja. Wir müssen auch noch ein bisschen was aufhängen hier. Da
Kannst du die Trockengestelle irgendwie ins Erdgeschoss packen? Warte kurz. Mal kurz ein paar verdorbene Austern loswerden. Ich kann die nicht abhauen. Die Gestelle oder was? Ja. Bist denn du lang gelaufen? Ich wollte mal gucken, ob es hier einen kürzeren Weg gibt, aber. Oh. Unten rein willst du zusammen oder was? Ja. Wieso liegt eigentlich Kevin mit einem Stein in der Hand im Haus? Es muss doch nicht von beiden Seiten begehbar sein, ne? Nö. Oh, hier dran vorbei. Ah, jetzt steht er wieder auf. Alte Hühnerschrecke. Okay, es darf nichts dranhängen. Die müssen leer sein. Na gut, das kriegen wir hin. Hau dir den einen rein, den Hals. Kannst du die drei dann auch noch nehmen? Komm mal da bis hinter. Ja, okay. Nee. Was? Ja, jetzt kann ich sie auch umsetzen. So. Oder hier drüben auf die andere Seite, hier hin, wo ich stehe. Ja, aber musst du den Eingang auch zumachen, ne? Ja, hast du Steine? Nö, nee, du? Lieg nicht auf vor der Tür. Okay, hier passt tatsächlich nicht hin. Okay. Ach, blockiert dort die Schädellampe, blockiert. Jetzt nicht mehr. Warte, warte, warte. Sind hinten an die Wand gerade hinstellen? Nein. Bissel halb runter oder die, ach nee, unter die Treppe geht nicht, ne? Versuch's jetzt so weit links wie möglich. Ja, gut. Ah, okay. Ah, mal ein bisschen Licht dahin. Aber jetzt kommen wir hier nicht mehr durch, gell? Aber wir kommen an den letzten Haken ran. Es ging darum, ob wir an den letzten Haken da noch rankommen. Ja. Ich muss erst noch hier unten die ganzen Steinwände zumachen. Und irgendwie meine Tür bauen. Okay, wir haben wieder keine Steine geholt oder was? Alles müssen wir selber machen. Hatten wir nicht einen Haufen Steine hier liegen? Ja, die habe ich schon verwurstelt. Das sieht man nur nicht, weil das Haus frisst die Steine zum Frühstück, als würde es keinen Morgen geben. Toll, wenn ich hier drin schon irgendwo was kaputt ausschaut. Also selbst Stein hauen sie auch dagegen, ne? Naja. Die hauen sich so, die schmeißen sich quasi irgendwie dagegen. So, dann gucke ich mal, wie man Eingangstür sinnvoll bauen kann. Wie Kelvin. Okay. Okay. Steinfenster brauchen wir nicht. Zumbuk. Das ist mit der Axt auch gekennzeichnet. Ja,
Okay, das geht. Toll. Und irgendwo ein Stück Holz geklaut. Also verarsch mich doch nicht. Kocht hier irgendjemand? Das ist Wind. Ich glaube, wir haben einen Vogel gefangen in unserer Kleintierfalle. Perfekt. Ach, nein! Verdammt. Ach. Ich hätte mal eine Frage für einen Freund. Ja. Wie viele von den Golfkarts gibt es hier? Viele. Also wenn wir jetzt eins nicht mehr gebrauchen könnten, wäre jetzt nicht so schlimm. Nö, wir haben doch eins. Angenommen, wir könnten das nicht mehr gebrauchen. Ja, dann zerleg's. Aus kurz und klein. Ist nicht. Wie ist das nicht? Das geht nicht, aber ich sag jetzt mal so. Wie soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so gut geparkt. Gut, wir haben schon schlimmer geparkt. In SnowRunner ja, aber da gab's eine Winde. Ja, ist aber auch SnowRunner. Ich hab mir heute mal kurz dieses hier Mudrun von, nee, wie hieß das? Expeditions Dingens. Ja. Sah jetzt doch nicht so schlecht aus. Muss das ein anderes gewesen sein, was ich letztens mal. So eigentlich komplett wie SnowRunner. Wir hatten nur eben kein Koop. Doch ich nicht. Ich habe meine Tür reingezimmert. Also Koop kommt, aber ist aktuell noch nicht da. Soll ich noch davor wie so eine Art Veranda bauen, dass wir so aus Holz, dass wir so ein bisschen geschützt sind? Ach so, dass die nicht, ja. Dass die nicht immer dann gleich reingehen? Halt arscheng, ne? Ja. Gut, wer schreit? War noch ein Schloss nach innen gebaut? Also du sagst ja. Gut. Wer parkt denn hier so in Golfkart? Also ernsthaft. Tschüss. Ja, ich nicht. Tschüss. Das ist aber auch übelst weird zu fahren. Du gibst Gas, es passiert erstmal nichts. Und dann, also das kommt total zeitverzögert. Okay. Was machst du denn jetzt hier? So, jetzt zu. Ganz hoch gehen die Mauern nicht, ne? Alter. Entschuldigung, das habe ich gar nicht gecheckt, dass du da auf einmal standest. Nee, die gehen nur so, okay. Nee, das passt so, ja.
Alter Kelvin, was machst du? Achso. Da hast du einen Knall? Was hat er gemacht? Hat Steine geholt. Ist über die Fallen auf die Stämme gesprungen und ist dann irgendwie rückwärts wieder. Also das war... Also okay. Statt dran vorbeizulaufen, ist er quasi über die Steine. Ja gut, das kann man machen, ne? Hab ich jetzt wieder dieses blöde Reparaturding. Auf der 8. Weil Eingeborenen kommen. Virginia ist auch dort. Ja, die kommt direkt auf mich zu. Können wir so beeindrucken. Die sucht Schutz bei uns und ich hole mir den Eingeborenen. Okay. Oh, das ist ein großer. Ist das ein großer? Nee. Ist einer so. Alter, kann ich. Darf ich zustechen? Ja, der hat schon hier. Oh, so war natürlich richtig gut. Da wusste er, konnte er gar nichts machen. Ich tue nochmal ins Wasser. Die ist abgehauen. Oh, wir haben sie gerettet. Ja. Das kann uns keiner nehmen. Tschüss. Also Kelvin kann so übelst schnell rennen, wenn der nicht in unserer Nähe ist. Sobald er in Sichtweite kommt, gefühlt oder nähere, dann schleicht der, aber irgendwas folgt ihm doch. Der hat keine Steine dabei. Trottel. Ja, okay. Ach so, der ist bestimmt geflüchtet, weil gegenüber schon wieder Eingeborene sind. Nächsten Tag gehen wir mal wieder runter zum Strand, ne? Chilis holen. Hätte ich gesagt. Das können wir machen, ja. Hi. Ja. Virginia, brauchst du irgendwas? Ich hab noch nichts. Kann dir höchstens meine Pistole opfern. So, ist auch eine clevere Idee. Die brauchen ja wieder keine Munition, oder? Wie war denn das, ne? Kann ja immer schießen. Oh, kommt Bass. Gib mir die Pistole, gib mir die Pistole. Hab ich doch schon. So. Aber unsere Falle hat gewirkt. Ah, perfekt. Bin dafür, dass wir hier oben ganz viele davon bauen. Ja gut, wenn es jetzt immer nicht mehr so ist, dass man die selber auslöst, ist es ja auch okay, ne? Ja. Cool, jetzt hat sie schon eine Pistole. Ich hab meine geopfert. Ich hab keine mehr. Könnte man natürlich nur gucken, ob die wieder da ist. Da kannst du höchstens mal gucken, ob die unser Heliport da ist. Ich renn mal hin. Dann ist auch das Holz alle.
Holz ist alle. Alles verwurstet. Nope, alles. Ach du Scheiße, das ist doch Kacke. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Hier respawnt gar nichts. Ah, oh, okay. Uff. Boah. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, Terrasse ist gebaut. Nice. Nur eine Pistole? Weil es ist ja eigentlich so gedacht, dass man die Virginia gibt. Oder eine... Oh nein! Okay, das funktioniert also nicht. Könntet die nicht auch noch eine zusätzliche Schrotflinte nehmen, oder wie war denn das? Ja. Jetzt ja, brauchen wir aber die Schaufel. Das sieht gut aus. Hast du noch einen Schädel? Ja, aber das, doch, aber das ist doch Kacke. Das ist ja wirklich Kacke, ey. Na gut, dann hast du deine Pistolen. Ja, es kann sein, dass es mehrere Pistolen gibt. Das ist das nicht nur der einzige Pistolenspawn ist. Mal noch rausfinden, weil. Virginia sitzt im Haus und chillt. Cool, perfekt. Weil ohne Pistole ist Kacke und ohne Schrotflinte ist auch Kacke. Ja, yep. Bin ich auch. Und du kannst gerne meine Pistole kriegen. Wenn du droppen kannst. Hat mich so. Ja, die war aber auch eine gute Taschenlampe, ne? Ja, das. Aber so überzeugt war. Ich kann sie nicht droppen. Wie hast du die aktiviert mit der Pistole? Hast du E gedrückt oder was? Bei der Virginia? Okay, an die Virginia ran. Und hast du ein Menü. Wie beim Calvin auch. Rucksack. Wieso hatten die bei mir keine Pistole? Ja, gut, hätte man das auch geklärt, ne? Hä? Ach! Ah, jetzt haben wir Mist gemacht. Wieso? Hast du deine auch noch geopfert, oder was? Ja, aber sie hat noch eine. Warum? Das kann. Ja, aber das... Ich hab doch schon meine geopfert, Schulzi. Ich hab das Menü gerade nicht so ganz verstanden, in welche Richtung, wie das funktioniert. Ich habe nicht ihr Inventar aufgemacht, sondern meins.
Ja. Aber wenn ich jetzt ihr mir, nee, wenn ich ihr meine Pistole... Wir haben jetzt gar keine. Du kannst die, glaube ich, auch nicht mehr wieder rausnehmen. Oder die kann nicht, kann die mal stehen bleiben? Sehe sie nicht. Mit ihren vielen, ja, genau, blöde Kuh. Doch, aber hat die jetzt bei dir noch eine Pistole? Ja, na klar hat sie bei mir eine Pistole. Die ganze Zeit gehabt. Nein, guck bitte hin. Ja, hab ich doch schon. Die hat eine Knarre. Jetzt hat sie gerade keine ausgerüstet, weil gerade keine Bedrohung da ist, aber hinter ihr kommt gerade was angerannt. Jetzt hat sie die Pistole rausgezückt. Vorsicht, die Dicke ist da. Ach du Scheiße. Die hat dich ausgelacht. Ich seh's genau. Kann die mal durch die Fallen rennen? Ist die doof? Macht die? Ach, die ist außer Atem. Lock sie hierher, nicht hinterher. Geh dort weg. Komm, komm her. Die lockt dich. Uäh. Die greift die Struktur an. Aber Au. Virginia, schieß doch. Bin umgefallen. Ich wusste es doch. Die macht das Holzstruktur kaputt. Macht Schran da. An die Dinge. Nein, nicht hinterher. Nee, eben. Ich spawne irgendwo. Ah, sorry. Was? Standst du jetzt wirklich da oben und hast gewartet? Also ich musste kurz Energie regenerieren. Sonst hätte die mir auch nur noch einen Hit gegeben. Ah. Ich versuche halt immer einen Hit. Ja, ja. Immer einen Hit und dann wieder weg. Das habe ich auch gemacht, aber dann hat es auf einmal sich umgedreht und zugehauen kurz. Ja. Und Virginia ist einfach mit der Pistole abgehauen. Also wenn ich mir meine Pistole wiederhole von ihr, das kann ich ja. Hat's aber gar keine mehr. Wir müssen dieses nächste Mal, müssen wir uns beide mal von ihr die Pistole zurückholen. Also erst ich, dann du. Und dann nur eine nochmal geben. Verstehst du? Ja. Sei denn, die hat jetzt aus zwei Pistolen eine gemacht, dass jetzt nur noch eine tatsächlich... Ich trage zu viele Radios mit mir. Ist ein Radio dabei? Tatsächlich. Ja, weil die Pistole hat die nämlich immer ausgerüstet. Richtig Party hier. Oh, ja, wir sind ja schon der Viere. Ich verlass mal die Party. Ja, ohne Metz ist schon ganz schön schwer. Ich habe jetzt auch keine mehr. Aber irgendwas fehlt ja auch noch für welche bauen, ne? Ja, so Löwenzahn oder so ein Blödsinn da. Wie war denn das Rezept? Energiemischung ist das, ne? Nee. Das bringt ja nur Energie. Also den Mond. Shit. Mehr habe ich aber noch nicht entdeckt, ne? Wir haben das Rezept noch gar nicht entdeckt. Ja, weil uns wahrscheinlich noch eine Blume fehlt. So. Na, Löwenzahn nicht, den habe ich mitgenommen schon. Ah, ja. Nee, Chicory habe ich mitgenommen. Alter, was ist denn hier schon wieder? Ach, du bist das. Schreck mich doch nicht, wenn ich im Menü bin. Ja, kann ich aber.